Hallo Leute, ich bin's auch wieder, der Chris. Und Marius. Genau, und heute gibt es mal wieder einmal Chris vs. Marius, und zwar Mirror's Edge. Und wir werden hier ein bisschen, Offline-Time-Trial spielen. Also sprich, so eine Parcours, die man in einer bestimmten Zeit absolvieren muss. Und Marius wird euch mal ein wenig die, Regeln erklären, und ich fange dann auch gleich mal an. Genau, also wie Chris schon gesagt hat, wir spielen Time Trial gegeneinander. Wer die schnellste Zeit hat, der gewinnt natürlich. Und damit die Chancengleichheit besteht, wir haben beide diese Levels noch nicht gespielt. Wir spielen zwei Level. Und damit Chancengleichheit besteht, fängt Chris an mit dem ersten Level, legt dort die erste Zeit vor. Ich kann dann im zweiten Versuch seine Zeit toppen. Und in der zweiten Map ist dann so, dass ich eine Zeit vorlege und er sie toppen kann. Somit hat immer einer halt einen Vorteil auf der anderen Map. Ja, mit der Zeit. Weil er halt zugucken kann, wie der andere sich so schlägt, und kann sich die Map angucken. Und deswegen, das sind die Regeln, und jetzt gucken wir Chris zu, wie er spielt. Ja. Oh mein Gott. Und ich denke, ich werde schon verlieren. Aber ich kann mir gut einbringen, wo du landen musst. Okay. Ja, das ist halt so der Vorteil von dem Typen, der dann als zweites rankommt. Das Problem ist, ich habe die Map nämlich bis auf dem. Oh, oh Scheiße, Mist! Was, Alter! Ich glaube, das war's. Ja, natürlich war es schon, Junge. Ich habe mir die Map vorher angeguckt. Also, ich habe sie jetzt schon gesehen. Ich weiß ganz genau, wie das hier abläuft. Boah, ich kann mal runtersliden, okay? Wichtig zu wissen. Es gibt in jeder Map irgendwelche Abkürzungen, die haben wir früher auch immer gewusst, aber jetzt haben wir gar keine Ahnung. Ja, also, das Spiel ist schon ziemlich. Also, es ist schon sehr lange her, seitdem ich das gespielt habe. Und ich glaube, bei Marius ist es genau dasselbe. Ja. Und ja. Ich glaube, ich kenne sogar meine Abkürzung. Ich kann nur sagen, weil das ist, boah, sehr gefährlich. Ja, gute Arbeit steht dort. Eine Minute drei, das muss ich jetzt toppen im zweiten Anlauf. Genau, und ich hoffe, du schaffst das nicht, ist ja irgendwie klar. Ich glaube schon, du hast beim ersten schon einen Fehler gemacht, weil du da hochgesprungen bist, aber ich sag nichts. Hä, die Treppen dauern doch, das nimmt sich, glaube ich, nicht so viel. Du wirst du sehen. Am Ende gewinne ich mit einer Zehntelsekunde. Okay, gut, Rennen nochmal versuchen. Deine Zeit war insgesamt? 1 Minute, 3 Sekunden und 16 Millisekunden. Okay, dann starten wir jetzt nochmal neu, und jetzt versuche ich mal zu gewinnen. Ich wette, du schaffst es nicht. Ich hoffe. Ja, du hoffst es. Boom, Treppen, scheiß auf Klettern. Naja, okay, vielleicht. Ich finde Mirror's Edge übercool, um ehrlich zu sein. Ist ja auch gut. Und ich habe gehört, dass sie Mirror's Edge 2 entwickeln für die nächste Konsolengeneration. Aber das sind ja immer schöne Gerüchte. So. Mann, ja, okay, ja, toll. Boom, abgerollt. Mann, das ist so doof. Wieso bin ich denn da vorhin so bescheuert? Mann, das war einfach zu kurz bei mir. Ja, okay, du hast jetzt schon meine Zeit getroffen. Ah! Doch nicht. Oh, ja, 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 geil, geil, geil. Nein. Ey, das kann vielleicht sogar noch was werden. Oh mein Gott. Ey, das kann sogar noch was werden, das kann noch was werden. Was macht er denn? Du hast nur 10 Sekunden. Nein, du hast es geschafft. Also, wenn du dich nicht dumm anstellst, dann hast du das geschafft. Er stellt sich nicht dumm an, nein, er stellt sich sogar besser an. Nein, 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 nein. Was macht er denn? Ja, oh, scheiße, Mann. 1 Sekunde und 10 Millisekunden schneller? Ey, ganz ehrlich, achso, du musst noch das. Das ist der König, Alter. So ey, Junge, das war einfach nur knapp, ja? Ja, nur weil ich da verkackt habe, das einmal, so wie du halt. Man hat gar nicht so einen großen Vorteil, fällt mir gerade auf, wenn man es zuguckt, weil man spielt es ja nicht selber. So, okay, also die erste Runde steht 1-0 für mich. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, dann. Hat er wieder gewonnen, ey. Aber vielleicht gewinnst du jetzt auch, und dann haben wir überhaupt nicht die Regeln festgelegt, was dann passiert. Tja, dann machen wir einfach noch eine extra Runde. So sieht's aus, hä? Okay, aber okay. Wer fängt denn an? Das ist einfach ohne Sinn, weißt du? Da ist der Vorteil dann immer. Ich habe jetzt 1 Sekunde Vorsprung, wir gucken einfach auf den Vorsprung. Ich liege jetzt 1-0 in Führung mit 1 Sekunde Vorsprung. Wenn du jetzt einen größeren Vorsprung hast, hast du okay, gewonnen. Okay, ja, dann. Achso, ja. Machen wir es einfach so. Ich dachte, jetzt wolltest du irgendwie die dritte Runde mit nee, dem nee, Vorsprung. Nee, 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 nee. Okay, gut. Okay, die Karte kenne ich, glaube ich, noch aus dem Story-Modus von damals, aber wir beginnen jetzt. Ja, von dem Story-Modus kenne ich die Karten auch noch, so wie die sie aussehen, aber Scheiße, wie die Routen sind, keine Ahnung. Wo muss ich jetzt lang? Ah, okay. Ah, genau, das. Oh, die Karte kenne ich aber wirklich gut. Wie machst du das? Ich bin einfach irgendwie angerannt. Wo muss ich jetzt hin? Da kenne ich nämlich ein paar Abkürzungen. Oh nein, oh nein. Was machst du? Oh nein, wo bin ich? Ja, 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 oh, geil, geil, geil. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Oh ja, Junge, feier mich nicht aus. Oh, geiles Ding, ey. Ich weiß jetzt schon, wie ich da laufen werde. Oh, was macht die denn, die Olle? Geil.
Wo musst du denn hin? Mann, da gibt's... Oh mein Gott, Alter! Hä? Ich hab komplett verkackt. Oh, ey, ich hab so gut wie gewonnen, Alter. Okay, wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle. Alter, krasses. Ich kenne wirklich gar keine Abkürzung mehr. In dem scheiß Ding. Du kennst ja noch nicht mal die Route. Du läufst einfach sinnlos. Wo ist der lang? Hä? Ja. Okay, jetzt bin ich auch irgendwie nicht. Ach so. Also, wenn ich das nicht lang? Tippe, dann verstehe ich das selber nicht. So, und jetzt? Wieso muss ich denn hier hin und her rennen? Alter, scheiße. Was? Was ist das denn jetzt? Oh, Junge, ein Fail nach dem anderen. Also, ja. Hier, ich mir einfach runtergefallen. Das ergibt einfach keinen Sinn, aber nun ja. Oha, oha. Eine Minute und du hast noch nicht mal einen Stern. Oh mein Gott. Jetzt will ich erstmal sehen, dass du es noch schlägst. 1,31. Ich wusste einfach nicht, wo ich hin bin, sonst war richtig kompliziert auf einmal. Es war. Okay. Okay, ich bin dran und ja, gucken wir mal. Er lacht mich aus, Alter. Das ist echt unfair. Sorry, aber, hä? Am Anfang gesagt, oh, wie hast du das gemacht? Irgendwo der Pro und jetzt auf einmal lacht er mich aus. Naja, ich dachte, du machst die Runde hier locker klar. Aber nein. Achso, da hätte ich rüberspringen können. Hätte mir das mal jemand gesagt. Ja. Ich wollte es dir ja nicht sagen. Naja, natürlich wollte ich es nicht sagen, ja. Aber oh, Junge, Alter. So eine sinnlose Scheiße. Ich glaube, jetzt auch den Container rausbringen ja, kann. Ja, ja, dann gab es auch noch so ein. Boah. Jetzt im Nachhinein fällt mir das alles auf, aber als ich gespielt habe, war ich komplett verwirrt. Ich habe auch gehört, dass das Spiel Leute, also dass da Leute schlecht wird, wenn sie spielen. Wegen Motion Sickness oder sowas. Ja, bei mir wird das schlecht, wenn ich das seit sehr langer Zeit nicht gespielt habe. Also wenn ich lange Zeit nicht zocke und dann plötzlich einen Ego-Shooter spiele, dann bam. Ernsthaft? Das ist mir ein bisschen schwindelig. Okay. Fresse halten draußen. So. Das tut uns leid für die kleine Unterbrechung, aber Chris scheint das Ding nach Hause zu fahren, weil das kann er nicht mehr verlieren. Und Chris hat zum ersten Mal seit 5 Episoden oder so einfach mal wieder gewonnen. Das ist ja auch auf jeden Fall. 26 Sekunden besser und gerundet sind 27 Sekunden. Bam, Alter. Applaus von mir, dass du endlich mal wieder gewonnen hast. Genug. Ja, ist schon längere Zeit her, aber... Ja, ich muss ihn. Aber du hast in der zweiten Runde einfach vollkommen verkackt. Irgendwann musste man ja mal gewinnen lassen. Das kann ich eigentlich immer, ich kann nicht genau. Immer gewinnen. Jetzt mit seinen Ausreden ankommen. Ja. Okay, das war's erstmal mit Mirror's Edge. Ein etwas älteres Spiel. Also ich find's immer noch gut, macht immer noch Spaß. Aber auch wenn ich verkackt habe ohne Ende. Naja. Ein Stern trotzdem. So sieht das Hauptmenü aus. Guckst du dir an. So, boom, boom, boom. Okay, das wär's aber wirklich von uns. Ja, okay. Also, das war's von uns und ansonsten, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.